Also könnte ich so ein bisschen so guerillamäßig, selbstversorgermäßig in einer großen Stadt wie Wien unterwegs sein? Wäre das möglich? Man erzählt halt den anderen Leuten, was das ist, was man da gerade sieht. Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Molla lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen beim Mut Talk. Heute sind zwei maskierte Menschen von Nemama zu Gast. Und das ist ja ganz was Außergewöhnliches, ganz was Neues. Ich habe noch nie mit maskierten Menschen hier gesprochen, bin ganz aufgeregt und sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Jetzt möchte ich euch doch bitten, dass ihr mal erzählt, warum ihr eine Maske aufhabt, weil das ja vielleicht viele Menschen interessiert. Und möchte euch vielleicht nur kurz vorstellen mit den Namen, die mir bekannt sind. Da gibt es die Frau Grafikraut und den Herrn Wortsalat. Und warum schaut es denn hier so aus, wie ihr ausschaut? Ja, Frau Grafikraut. So mit Maske kann man sich schwerer irgendwie so die Bälle zuschmeißen und diese kleinen... Genau, diese kleinen Blicke, so wer übernimmt sie jetzt, nicht? Aber ich nehm euch das nicht ab. Also erstmal danke für die Einladung nochmal. Es freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen, auch weil unser Projekt ja erst ganz am Anfang steht. Das ist auch mit der Grund, warum wir uns heute hier mit Maske präsentieren, weil wir beide noch in aktiven Angestelltenverhältnissen sind und unser Projekt halt das Endziel hat, uns doch in die Selbstständigkeit zu führen. Und wir möchten eben nicht, dass unsere aktuellen Arbeitgeber irgendwie verärgert sind, dass wir dann nebenbei etwas Neues starten und uns eigentlich von ihnen wegbewegen. Okay, das heißt, ihr seid ganz undercover, ein Guerilla-Projekt quasi. Wie ich das erste Mal euren Namen gesehen habe, Nemama, habe ich geglaubt, das hat irgendwas mit Mama zu tun. Und habe dann ein bisschen gebraucht. Ich habe mir das dann quasi geistig vorgesagt und wie ich in meinem Kopf meine Stimme gehört habe, habe ich mir gedacht, ah, ganz was anderes. Ja. Was ist denn Nemama? Was nennen wir denn? Also die Grundidee ist eigentlich aus dem Gedanken entstanden, dass wir uns überlegt haben, was ist, wenn, also würde das potenziell funktionieren, dass ich in einer Stadt wie Wien bei der Tür rausgehe, eine Runde drehe in meinem Grätzl, den einen oder anderen Park dabei durchquere, wieder nach Hause komme und währenddessen genug Wildkräuter oder wilde Pflanzen eingesammelt habe, um mir dann damit irgendwie ein Gericht zu machen oder einen Tee zu machen oder was auch immer. Also könnte ich so ein bisschen so guerillamäßig, selbstversorgermäßig in einer großen Stadt wie Wien unterwegs sein? Wäre das möglich? Und aus dem heraus hat sich dann irgendwie auch dann der Name ergeben. Also ich glaube, wenn man, da kann man eh den Connex dann sehr schnell erkennen, so nehmen wir mal, sprich, gehen wir raus bei der Türe und greifen mal zu und nehmen wir uns was. So hat sich okay. Also so ungefähr nehmen wir uns den Löwenzahn oder so. Genau. Okay. Ja, diese Frage finde ich ja unglaublich spannend. Ich wüsste auch gern, ob ich mir von meinem Grätzl quasi einen Tee kochen kann oder nicht. Also ich habe da keine Antwort drauf. Habt ihr schon eine Antwort gefunden? Teilweise, ja. Also wir haben es jetzt noch nicht durch alle Grätzl geschafft natürlich, aber zwei konkret haben wir jetzt schon mal durchforstet. Das war zum einen der Stadtpark und zum anderen der Prater. Die Beiträge findet ihr auch schon auf unserem Blog und haben dort es durchaus geschafft, ganz coole Sachen eigentlich daraus zu zaubern. Also ja, es ist auf jeden Fall möglich. Wien bietet uns ja zum Glück sehr, sehr viele Flächen dafür. Im Stadtpark zum Beispiel hätten wir ja unendlich viele Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dass uns unser Projekt irgendwann wieder zurück in den Stadtpark führen wird. Im ersten Stopp haben wir uns für die Eichel entschieden und daraus Kaffee gemacht. Also man muss nur kreativ sein,
die Stadt hat irrsinnig viel zu bieten und ja. Okay, und wie geht es ihr das denn genauer an? Also ihr habt jetzt mal euch diese Frage gestellt, kann man bei der Tür rausgehen und was nehmen, was mitnehmen? Was macht Nehmer mal genauer? Oder wisst ihr das überhaupt schon? Ihr seid ja ganz jung noch in eurem Betrieben. Ja, nein, also wir wissen, sagen wir es mal so, also ich glaube, wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, dann bevor es Nehmer mal gab und bevor es diese grundsätzliche Idee gab, gab es uns zwei, die Entscheidung getroffen haben, dass sie irgendwie den Weg in die Selbstständigkeit wagen wollen. Ja? Obwohl wir eigentlich vom Typ Mensch her eigentlich nicht die prädestinierten Entrepreneure sind, wie man so schön sagt. Das heißt, es hat uns eigentlich immer widerstrebt. Wir waren eigentlich grundsätzlich, die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses war immer recht angenehm. Hat uns aber dann im Endeffekt nie glücklich gemacht und mittlerweile sind wir alt genug, dass wir wissen, okay, ich glaube, das nächste Angestelltenverhältnis wird uns jetzt auch nicht glücklich machen. Probieren wir mal wirklich was anderes. Und daraus entstanden ist halt dann, ja, dass wir uns zusammensetzen und uns überlegt haben, was könnte man machen, was möchte man machen, wo wollen wir hin. War dann durchaus sogar ein bisschen ein längerer Prozess, mal an den Kern ranzukommen, in dieses, was will ich eigentlich, wo will ich hin, was würde ich gerne mit meiner Zeit machen. Ja? Können Sie über den Prozess ein bisschen was erzählen? Wie seid ihr den angegangen? Vielleicht auch ein bisschen, wie lange er gedauert hat? Was hat euch dabei geholfen, das herauszufinden? Wie lange hat das gedauert? 3-4 Monate sowas, glaube ich, in etwa. Wo wir uns halt immer wieder getroffen haben, uns immer wieder Sachen überlegt haben. Und es war insofern ein schwieriger Prozess, weil wir auf der einen Seite das hatten, was wir gerne machen würden, wo es uns hintreibt, und auf der anderen Seite auch immer gleich versucht haben, ein bisschen zu evaluieren, wo steckt da wirklich, wie hoch ist da das Monetarisierungspotenzial sozusagen? Wie einfach wird es? Wie kennen wir uns in dem Bereich schon aus? Und wie geht es anderen in dem Bereich? Und wie lukrativ ist da sozusagen das Potenzial dahinter? Und es hat, ich glaube, die größte Hürde, die wir da überwunden haben, war irgendwann zu sagen, es ist uns so wurscht, was das für Monetarisierungspotenzial hat. Es geht uns jetzt primär mal darum, was zu machen, an dem wir Spaß haben. Wir wollen was machen, an dem wir Spaß haben. Und alles andere ist dann sekundär. Und so ein bisschen mit der Hoffnung dahinter, dass wenn wir es schaffen, was zu machen, wo wir wirklich mit Herzblut dahinter stehen und was uns wirklich Spaß macht, dass sich dann der Rest vielleicht von selber ergibt, hoffentlich irgendwie. Und wenn nicht, dann ist das Schlimmste, was uns passiert ist, ist, dass wir gemeinsam ein Projekt gegründet haben und daran gearbeitet haben und was Cooles geschaffen haben, an dem wir einen Spaß gehabt haben und hoffentlich andere Leute auch ein bisschen Spaß gehabt haben und vielleicht sich auch was mitnehmen haben können. Und das ist eigentlich ein schönes Worst-Case-Szenario, sagen wir mal so. Ich wollte gerade sagen, es gibt wirklich Schlimmeres, nicht? Also was auszuprobieren, viel dabei zu lernen, Spaß zu haben und ja vielleicht zu sagen, okay, und jetzt auch zum Nächsten. So dieses, was könnte Spaß machen, wo könnte es hingehen? Habt ihr bei dem, was ihr jetzt herausgefunden habt, für nehmen wir mal quasi eine unter Anführungszeichen Vorbelastung gehabt, also Vorwissen, oder war das schon in irgendeiner Weise ein Hobby oder so? Nein, eigentlich gar nicht. Ah, okay. Überhaupt nicht. Wir haben, was Kräuter, Wildkräuter vor allem betrifft, genau null Vorwissen. Und haben uns da einfach mal reingetigert, um zu schauen, geht das überhaupt? Gibt es da überhaupt genug? Was außer Löwenzahn und Gänseblümchen kann man tatsächlich essen? Es war dadurch, glaube ich, auch für uns leichter, so ein bisschen den Prozess zu beschreiben, für alle, denen es genauso geht, was wahrscheinlich eh die Mehrheit der Leute ist. Mhm. Und da einfach unsere Entwicklung auch so ein bisschen zu berichten und die anderen Leute irgendwie teilnehmen zu lassen.
wie die ganze Geschichte rund um Nemama entsteht und wie so ein Rezept entsteht, wie so eine Kräutertour entsteht. Okay, da müssen wir jetzt einen Schritt zurück machen. Du setzt da jetzt einiges an Vorwissen voraus, was wir ja noch gar nicht haben. Wo lasst ihr denn die Leute da teilhaben an eurem Prozess? Wie findet das statt? Wo kann ich mich up to date machen, wenn ich wissen will, wie es euch geht und an was ihr gerade dran seid? Zum einen gibt es unsere Webseite, nemama.at, wo wir über verschiedenste Sachen schreiben. Das ist zum einen unsere Geschichte, wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin, welche Schritte durchleben wir gerade in Richtung Selbstständigkeit, was gibt es da zu klären, was gibt es zu beachten, wie gehen wir persönlich das an, ohne zu sagen, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und andererseits gibt es eben auch das Hauptthema rund um nemama.at, unsere eigentliche Idee, wo wir eben, wie vorhin schon erwähnt, versuchen, die Natur in der Stadt eben erlebbar zu machen und zu schauen, was wächst da eigentlich, was davon kann man tatsächlich mitnehmen und verwerten, und wie bestimmt man dann auch diese Pflanzen. Wie weiß man, ob man jetzt tatsächlich etwas essen kann oder verwerten kann? Und was brauchen wir dann drauf? Was ist unser Ansatz dazu? Ja. Also ich habe jetzt so den Gedanken bekommen, auf eurer Website gibt es dann sowas wie einen kleinen Botanikkurs oder so zum Pflanzenbestimmen? Geht das so in die Richtung? Ja, jein, würde ich mal sagen. Ich glaube, das hat auch wieder ein bisschen was mit dem zu tun, A, was wir uns da ausgesucht haben, was wir da machen, und B, wie wir es machen wollen. Wir gehen einfach auch aufgrund dessen, dass wir halt da nicht die Vorerfahrung haben, ist es weniger ein dieses, wir sind nicht die Experten in weder in dem Thema wilde Pflanzen, Pflanzenbestimmung etc., noch sind wir irgendwie Köche oder noch sind wir die Serial Startup Gründer, sondern wir fangen da im Endeffekt bei allem ziemlich bei Null an. Ja? Also mal abgesehen von dem, was man sich vielleicht so ein bisschen im Alltag mitnehmen kann in solchen Bereichen, aber im Großen und Ganzen sind wir da auf Stufe Null. Und insofern ist es dann weniger ein belehrender Content und mehr ein, das ist unser Weg, das ist unsere Reise. Und ihr könnt uns dabei zuschauen, wie wir diese Reise begehen. Und dabei könnt ihr euch natürlich das mitnehmen. Es gibt auch schon und es wird auch dann mehr Rezepte geben und wie sich alles für uns dann fügt, auf was wir alles draufkommen. Aber es ist immer, man ist aktiv in diesem Prozess dessen, wie wir das gerade lernen, mit dabei. Mhm. Jetzt gerade zum Beispiel sind wir dabei, dass wir uns darüber Gedanken machen, hey, wir haben Nemama als Marke sozusagen, wie können wir uns diese Marke auch irgendwie sichern? Wir haben beide keinerlei Erfahrung, das noch nie gemacht. Und anstatt dass das was ist, was im Hintergrund passiert, wollen wir diesen Prozess auch mit in den Vordergrund bringen. So, wir wollen uns Richtung Selbstständigkeit bewegen. Was heißt das, wenn ich mir jetzt meine Marke sichern will? Wie funktioniert das? Wo muss ich da hingehen? Was kostet das? Was hängt da alles dran und was muss ich da beachten? Alles Fragen, auf die wir selber noch nicht wirklich viele Antworten haben. Und da ist eben dann der Besucher auf nemama.at ist dann live dabei, wie wir die Sachen selber rausfinden und selber für uns rausfinden und kann sich auf dem Weg dann vielleicht auch für sich selber was mitnehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja diesen Ansatz unglaublich sympathisch, eben nicht auf Expertise zu setzen, sondern auch auf dieses Nichtwissen und andere beim Lernen zuschauen zu lassen. Ich finde, also das einzige Wichtige, und das nehme ich bei euch schon wahr, ist, dass man auch weiß, was man weiß und was man nicht weiß und das auch mitkommuniziert. Aber ich finde das so in diesem Dickicht der selbsternannten Experten, Expertinnen, die da und laut hier schreien und so, auch extrem erfrischend. Und ich glaube, auch für viele Menschen wahrscheinlich ermutigend. Ja? Was mich gleich zu der Frage bringt, wo habt ihr denn
den Mut hergenommen, euch auf diesen Weg einzulassen? Beiteilen, wo hast du deinen Mut her? Ich glaube, den Mut traurigerweise eher aus der Frustration, aus der aktuellen Situation. Mhm. Ich glaube nicht, dass es an meiner aktuellen Arbeitssituation oder an meinem aktuellen Arbeitgeber liegt, dass ich unzufrieden bin, sondern eher an mir. Ich habe mich halt eher in den letzten Jahren weiterentwickelt und halt viel gelernt, was ich eigentlich nicht möchte oder wie ich halt nicht arbeiten möchte, und habe halt da eine eigene Meinung entwickelt und würde halt gerne meine eigene Meinung umsetzen und für meinen eigenen Traum kämpfen, anstatt für den Traum jemand anderes. Und ich glaube, dadurch ist halt einfach der Mut zustande gekommen, halt tatsächlich auch was zu machen. Also angefangen hat es ja, also wir haben in unserem früheren Arbeitsleben gemeinsam gearbeitet und haben dann halt auch bei diversen Afterwork-Sessions uns immer wieder angesudert, dass wir eigentlich was ändern möchten. Und irgendwann haben wir dann halt gesagt, ja, jetzt setzen wir uns halt einmal wirklich zusammen mit dem Hintergedanken, jetzt einmal was zu starten. Und ja. Okay, also das heißt, du hast das geschafft, nicht in der Frustration zu bleiben, sondern aus der auch eigentlich die Kraft zu ziehen, um einen neuen Weg einzuschlagen. Wenn genau. Ich das richtig verstanden habe. Okay. Und Herr Wortsalat, wie war es bei dir? Wo hast du den Mut hergenommen? Ja, also ich muss sagen, da war ich ja aktiv auch mit dabei. Also der Boost war aber sicher bei mir auch eine treibende Kraft. Aber es auch noch irgendwie dazukommt, ist der Wunsch, dass das, was ich mache, auch irgendwo einen positiven Impact in der Welt hinterlässt. Und ich glaube, also da verraten wir nicht zu viel, wir sind beide eigentlich aus der Werbebranche, und da geht es uns so wie vielen anderen wahrscheinlich auch aus der Branche, dass es dann nach einigen Jahren eben dort schwerfällt, den tieferen Sinn in der eigenen Arbeit noch zu sehen. Warum mache ich das? Wo ist da wirklich, außer im Endeffekt dafür zu sorgen, dass andere Firmen Sachen verkaufen können, die keiner braucht, ist es schwer, da wirklich den Sinn in der Arbeit zu sehen. Mhm. Und da war halt auch, ja, also ein immer mehr tiefer wurzelter Wunsch, was zu finden, was zu machen, das ins eigene Weltbild passt, vor allem auch in das eigene moralische und ethische Verständnis von dem, was man sich von einer schönen, nachhaltigen Welt wünschen würde. Und auch da ist halt, habe ich mich in meiner Berufswelt auch weiter, also in meinem persönlichen Berufsumfeld auch immer wieder weiterentwickelt und war dann immer wieder in Unternehmen, wo ich dann auch wieder das Gefühl hatte, jetzt bin ich dort, jetzt kann ich vielleicht was bewegen, und irgendwie für mich selber dann zumindest. Ich glaube, da bin ich dann einfach zu sehr unzufrieden mit einem nicht optimalen Status quo, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Mhm. Aber immer meine Erwartungshaltung war immer höher als das, was dann in diesem rigiden Umfeld auch möglich war. Mhm. Und irgendwann war ich dann einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ja, außer jeden Tag Afterwork-mäßig zusammenzusitzen und eben zu sudern, ist einfach zu sagen, wir versuchen es jetzt einfach selber. Wir machen das, was wir überall anders vermissen, versuchen wir jetzt selbst in die Tat umzusetzen. Ja. Du hast ja schon so ein bisschen von dieser anderen Welt gesprochen, von der du träumst und von vielleicht einer Vision, die da dahinter steckt. Könnt ihr schon ein bisschen was sagen oder ist das noch zu früh? Welchen Beitrag nehmen wir leisten könnte zu dieser Vision oder zu dieser besseren Welt? Ich meine, sagen kann man sicher was. Ich sage mal so, unsere Ziele sind da nicht sonderlich hoch gesteckt, was das anbelangt. Wir sind jetzt nicht die nächsten Greta Thunbergs oder irgendwas sowas in der Richtung. Also wir wollen nicht die Welt verändern, zumindest nicht die große, weite Welt.
Ich glaube, drum auch reden wir bei unserem Projekt immer wieder vom Grätzl. Es geht primär mal um Wien und es geht um das Grätzl. Es geht um die paar Kilometer direkt vor der eigenen Haustür. Und auf die wollen wir am ehesten auch versuchen, einen Impact zu haben. Das heißt, wir wollen versuchen, in der Weiterentwicklung des Projektes möglichst mit den Leuten im Grätzl zusammenzuarbeiten. Wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Unterstützung brauchen, dann suchen wir die möglichst vor Ort, möglichst regional, möglichst da, wo wir sind. Und wenn wir was machen, dann wollen wir das machen für die Leute, die auch direkt in unserem Einflussbereich sind. Auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, da spürt man direkt, da habe ich direkt ein Feedback und da kann ich auch direkt auch im Kleinen schon Sachen bewegen. Drum zumindest, so wie wir jetzt einmal aufgestellt sind, geht es da eben noch nicht darum, dass wir die größere Welt in irgendeiner Art und Weise großartig beeinflussen wollen. Und haben sich da so auf Grätzl-Ebene auch schon Kooperationen ergeben oder Kontakte ergeben? Und wie arbeitet ihr da genauer zusammen? Noch nicht viel. Wir haben aber auch erst mit 1. Jänner unsere Website gelauncht. Also wir haben halt gestern einmonatiges. Alles Gute zum Geburtstag, zum einmonatigen. Ihr seid ja ganz frisch geschlüpft. Das ist ja unglaublich. Das wusste ich gar nicht, dass es so frisch ist. Okay. Also es gibt jetzt noch nicht wahnsinnig viel. Du bist natürlich einer der ersten Kontakte, die wir geknüpft haben. Yeah. Das ist natürlich auch sehr, sehr froh macht. Was wir gemerkt haben, es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man anonym sein will, ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Ja. Normalerweise teilt man es halt über seine persönlichen Accounts und versucht da halt irgendwie den Bekanntenkreis zu erweitern. Wir können es halt jetzt wirklich nur über unsere engste Familie und engsten Freunde machen, weil ansonsten kann man ja nicht sagen, hey, aber teil das, aber sag nicht, dass ich es bin. Und ja, das macht es ein bisschen schwierig, aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen spannend, weil man so ein bisschen einen neutraleren Ansatz auch hat und nicht so im eigenen Umfeld wieder agiert. Ja, ihr müsst vielleicht... Eine Sache könnte man noch erwähnen, mit aufgenommen haben, wo wir schon Kontakte geknüpft haben, weil wir, wie wir schon gesagt haben, wir sind nicht nur das, was die Selbstständigkeit angeht, sondern halt auch das, was die Botanik an sich angeht, nicht die großen Profis. Und da haben wir halt auch geschaut, was ist möglich, was ist im Bereich des Möglichen, was ist, wenn ich in Wien möchte ich aktiv meine botanischen Kenntnisse sozusagen erweitern. Und da sind wir auf ein sehr cooles Projekt gestoßen. War mir für manche vielleicht Selbstverständlichkeit, für mich war das etwas komplett Neues, dass es in den Stadtgrenzen von Wien eine echte Landwirtschaft gibt, sozusagen. Und da haben wir die Lahrbergbauern getroffen und sind denen auch beigetreten, das ist ein Verein, und die betreiben eine solidarische Landwirtschaft am Lahrberg, haben dort eine Feldparzelle sozusagen gemietet oder gepachtet und bewirtschaften die gemeinschaftlich. Und da sind wir jetzt auch mit dabei und lernen hoffentlich viel. Und ja, auch was halt einfach total spannend ist und was man ohne dieses Projekt wahrscheinlich, würde man davon immer noch nichts wissen. Also das ist, die ersten Fühler sind sozusagen schon ausgestreckt und ich bin gespannt, was da noch so an Kooperationen und Sachen, Projekten auftaucht in unseren Grätzln da. Also ich könnte mir vorstellen, dass da, und ich hoffe, dass da dieser Podcast vielleicht auch ein bisschen was dazu beiträgt, ich könnte mir vorstellen, dass da irrsinnig viel sich auftun wird für euch, einfach weil ich auch ein bisschen ein Gefühl dafür habe, wie unglaublich viele Leute es gibt, die in der Richtung arbeiten, ja. Also angefangen von kleinsten Gemeinschaftsgärten eben bis zu wirklicher Stadt, also Landwirtschaft in der Stadt und so weiter und ein kleines bisschen außerhalb, aber unglaublich viel. Also ich habe den Eindruck, es ist ein Thema, das die Menschen auch sehr, sehr bewegt. Ja, weil ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe auch so überhaupt keine Ahnung, was ist giftig und was nicht, was kann man essen.
Und es ist ja eigentlich arg, dass man das nicht weiß. Nicht? Also ich finde, das ist so, ich glaube, es trifft auch eine Sehnsucht, sich dieses Wissen wieder zu erwerben, weil man ja damit auch Unabhängigkeit und Sicherheit im Sein irgendwie erwirbt. Ja, ja, auf alle Fälle. Ja. Und so Kleinigkeiten. Also bei mir zum Beispiel, ich bin relativ frisch Vater und ich stelle mir das auch dann einfach sehr schön vor, dann hoffentlich in ein, zwei Jahren, wenn ich da mehr Wissen angesammelt habe, mit meinem Kind einfach durch den Grätzlpark zu gehen und einfach sagen zu, einfach auf die Wiese zeigen zu können und sagen, hey, schau da wächst das und da wächst das, das kannst essen, probier mal, das schmeckt ein bisschen säuerlich und das kannst da essen. Und also solche Sachen, einfach dieses Lebensgefühl, diese Verbundenheit mit meiner Umwelt wieder, sich ein bisschen mehr spüren wieder in der Stadt. Also das stelle ich mir schon, ja, auf das freue ich mich schon. Mhm. Geht es euch dabei auch um irgendwie ein anderes, ein neues Lebensgefühl in der Stadt und die Stadt anders zu nützen auch? Schon ein bisschen, ja. Also es geht schon auch darum, die Leute dazu ermutigen und uns selber natürlich auch in erster Linie dazu ermutigen, mal die Augen aufzumachen und nicht immer nur so blind ans Ziel zu laufen, sondern wirklich auch den Weg dorthin zu genießen und wahrzunehmen, sich umzuschauen, jetzt nicht nur irgendwie stur auf den Kopfhörern irgendwas zu hören oder zu telefonieren, sondern wirklich auch, ich meine, im Moment, wir wissen es eh alle, bewegen wir uns jetzt nicht so viel wie normalerweise, aber das wird sich ja hoffentlich auch wieder ändern. Also für mich ist es schon so auch ein Ziel, die Leute dazu zu bringen, die Augen aufzumachen, wenn sie unterwegs sind. Wie hat sich denn eure eigene Wahrnehmung verändert dadurch, dass ihr dieses Projekt gestartet habt und jetzt quasi den Fokus mehr dorthin legt? Welchen Unterschied macht das für euch im Alltag, wenn ihr durch die Stadt geht? Also das, was natürlich auf der Hand liegt, ist, dass ich kann nicht mehr irgendwo spazieren gehen, ohne dass ich mir die Pflanzen nicht anschaue. Und ohne dass ich nicht auch erstaunt bin, wie vielfältig die Pflanzenwelt in Wien ist. Auf der einen Seite in der gehegten und gepflegten, also das, was auch vom Magistrat an Arbeit gemacht wird, wie das gehegt und gepflegt wird, ist ein Wahnsinn, den man so als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Wenn man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzt, kommt man drauf, was das an Arbeit ist wie viel da an Gehirnschmalz auch reingeht. Und auf der anderen Seite eben auch das, was einfach nur wild wächst, überall. Dass sich die Natur überall irgendwie so, sobald irgendwo eine Gelegenheit da ist, wieder den Weg reinbahnt. Und dass das dann eben auch nützlich ist. Dass das, was da im Gehsteig in einer Ritze rauswächst, nicht einfach nur irgendein Unkraut ist, sondern das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar essbar. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke, wenn man darüber nachdenkt, ich bin da in einer Betonwüste, wir haben da alles zu betoniert und da ist ein Ritz und da kommt eine Pflanze raus und die kann ich jetzt einfach rausreißen und kann sie essen. Das ist einfach ein wenn da mal das Licht so ein bisschen aufgegangen ist und man hat dieses Erlebnis dann ständig, dann ist es einfach ein sehr fast schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Also man sieht die Stadt mit anderen Augen, das ist schon sehr interessant. Mhm. Frau Graf Wickraut, hast du auch irgendwie veränderte Wahrnehmung? Geht das in eine ähnliche Richtung? Oder? Ja, mir geht es da ähnlich. Also was sich geändert hat, ist halt einfach, dass man mittlerweile auch schon ein bisschen mehr kennt und sich ja dann immer selber freut, wenn man was erkennt. Mhm. Und das dann immer auch gleich jedem weitererzählt. Also man merkt schon, dass man da irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis hat, direkt sein Wissen auch wieder weiterzugeben. Wenn man jetzt spazieren geht, was ja momentan so ein bisschen der Hauptsoziale Kontakt ist mit Freunden. Man geht halt spazieren und man erzählt halt den anderen Leuten, was das ist, was man da gerade sieht und wie cool das jetzt eigentlich ist und gibt sehr Freude darüber, halt auch
voll gern weiter. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch die Lernkurve viel steiler ist, wenn man es auf die Art und Weise macht, als wenn man jetzt eben zum Beispiel vor einem Botanikbuch sitzt, ausschließlich. Das macht sie ja vielleicht auch, Buch vielleicht weniger, aber es ist ein viel praktischeres und praxisbezogeneres Lernen auch. Ne? Ja. Mhm. So ein Nervenkitzel. Immer so das Risiko ist, dass man, haben wir das wirklich richtig bestimmt? Ja. Ich glaube, von dem her ist es wahrscheinlich auch für andere Anfänger, ist der Content, den wir gerade produzieren, wahrscheinlich auch insofern recht hilfreich, weil wir logischerweise gerade jetzt am Anfang auch die Sachen rauspicken, die uns ehesten noch irgendwie selber bekannt sind, die sehr leicht zu bestimmen sind, wo man nicht zwischen, weiß ich nicht, aus 10 Pflanzen, die fast gleich ausschauen, die eine rauspicken muss, die dann essbar ist, sondern das sind im Normalfall dann eben, arbeiten wir gerade mit Sachen, die auf sehr einfachem Niveau sind. Sagen wir mal so. Mhm. Weil ihr vorher angesprochen habt, wenn da aus irgendwelchen Betonritzen dann Pflanzen wachsen und so, also das ist sowas, was mich auch immer fasziniert und irgendwie auch sehr berührt, ja. Weil ich meine, Beton, das wirkt so undurchdringlich und so, ja, und dann kommen diese winzigen, kleinen, zarten, grünen Dinge raus. Und mir ist jetzt auch eingefallen, weiß nicht, kennt ihr diese Projekte, kann mir jetzt an den Namen nicht erinnern, aber die gibt's, glaube ich, auch unter mehreren Namen, wo Leute dann einfach auf den Gehsteig mit Tafelkreide, den Namen von diesen Pflanzen hinschreiben. Also so nach dem Motto, das ist nicht Unkraut, sondern das hat einen Namen, ist erkennbar, ist auch nützbar, nutzbringend. Kennt ihr das? Nein, aber finde ich cool. Super nette Idee. Ja, ich werde schauen, ob ich den Link finde, schicke ich euch gern. Vielleicht wollt ihr das ja auch einmal machen oder so. Ja, voll gern. Mhm, okay. Ja, was wäre denn so euer... Also gibt es einen Wunsch, was ihr gern hättet, was sich entwickeln soll, Leute, die ihr kennenlernen wollt, Dinge, die sich auftun sollen, so wie wären schöne nächste Schritte für euch in eurem Projekt? Also, sehr gute Frage, wie du an der Reaktion merkst. Die ist noch nicht zu 100% durchdacht. Wir nehmen es auch so ein bisschen so Step by Step. Das ist auch einer unserer Grundwerte, auf den wir uns gleich am Anfang festgelegt haben, und das ist organisches Wachstum. Wir wollen im Endeffekt, so wie wir gerade geredet haben, von diesen Pflanzen, die sich ihren Weg bahnen durch den Asphalt, so. Vielleicht ist es ein bisschen eine verklärte Vorstellung, aber so würden wir uns eigentlich wünschen, dass sich das Projekt entwickelt, dass es sich einfach seinen Weg bahnt, dass wir das gar nicht zu viel versuchen, in ganz fixierte, vorgefertigte Schienen zu legen, sondern wir haben uns jetzt mal auf eine Basis geeinigt, wir produzieren diesen Content, wir haben diese Website, wir haben ein paar Social-Media-Kanäle und machen Content und erzählen einfach, wie es uns dabei geht. Und schauen einfach einmal, wie die Response ist. Was kommt da zurück? Ja? Was passiert uns? Wen lernen wir kennen auf dem Weg? Und jeder dieser Schritte, so wie jetzt auch der Podcast mit dir da, das ist, der gibt uns wieder neue Inspiration und führt uns vielleicht wieder einen Schritt weiter. Und daraus ergibt sich ganz organisch dann wieder eine Idee. So wie du gerade gesagt hast, das mit Kreide am Bordstein mal. Ich finde das urschöne Idee. Da werde ich wahrscheinlich jetzt morgen schon wieder drüber nachkribbeln und schauen, hey, was könnte man da vielleicht damit machen? Wie könnte man das bei uns mit integrieren? Wie könnte man da vielleicht zumindest dann Content drumherum basteln oder vielleicht irgendwie einen Teil davon machen? Ja? Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind jetzt da, wo wir sind, ganz am Anfang. Wir wissen, dass wir grundsätzlich es schaffen wollen, selbstständig zu werden und selbstständig zu machen. Und der Weg dorthin ist hoffentlich spannend und vielfältig und wir werden hoffentlich viel Neues lernen. Wie der genau ausschaut, wissen wir nicht. Das soll sich so organisch wie möglich ergeben. Ist auch mit eingeplant und bewusst so. Mhm. Okay, das heißt, ihr seid sogar quasi wunschlos glücklich im Augenblick auf dem Weg.
Also so gar nicht die Idee war, das wäre jetzt super, wenn eine Person, die das und das kann oder macht, uns über den Weg läuft oder so, ist jetzt gar nicht so euer Thema, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, eben, wie gesagt, also ganz bewusst nicht, weil wir uns da auch keine Grenzen setzen wollen in irgendeiner Richtung. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie so, als würde man da so tagträumerisch einfach so vor uns hin machen. Wir sind schon sehr bestimmt in dem, was wir tun, und wir schauen, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat. Wir setzen uns sehr viel damit auseinander, wir stecken sehr viel Zeit rein. Aber was dann die konkreten Wachstumsschritte sind, die wollen wir halt bewusst auch organisch setzen und nicht irgendwie abhängig machen von einer möglichen Monetarisierung, von einer möglichen, wie könnte man mit irgendwas Geld machen, wie könnte man das Ganze irgendwie besser skalieren, etc. Über solche Sachen möchten wir uns möglichst wenig Gedanken machen. Hauptding ist immer, Hauptsache wir haben Spaß dabei. Wie kriegt ihr denn das zeitlich hin? Weil habt ihr schon offengelegt, dass ihr einfach noch einen Brötchenjob habt und dass Herr Wortsalat frisch Vater geworden ist. Das sind ja doch relativ zeitkonsumierende Dinge, sagen wir mal so. Wie kriegt ihr da euer Projekt noch unter und an dem mit viel Einsatz zu arbeiten? Wie geht sich das aus? In der Freizeit. Zum Glück, dadurch, dass wir eben auch den Ansatz haben, nur das zu machen, was uns Spaß macht, fällt es uns auch nicht schwer, die Zeit aufzubringen, weil es sich eben nicht wirklich wie Arbeit anfühlt. Also es sind die Abende, es sind mal Wochenenden oder einfach einmal zwischendurch in der Mittagspause. Funktioniert bis jetzt mal ganz gut, was den Aufwand betrifft. Natürlich steckt man viel Zeit rein, aber ich glaube, es ist gut investierte Zeit und Zeit, die wir halt einfach auch gerne investieren. Ja, super. Jetzt möchte ich euch natürlich auch die Standardfrage noch stellen, jetzt ganz allgemein, nicht unbedingt auf euer Projekt bezogen. Was macht euch Mut? Also, gute Frage. Ich habe damit gerechnet. Ich habe mir aber trotzdem vorher nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Aber was mir Mut macht, ich meine, für mich ist es halt gerade insofern recht einfach, das zu beantworten, weil eben ich bin frischer Vater. Also mein Sohn gibt mir gerade mehr Kraft und mehr Mut als alles andere zuvor in meinem Leben. Also das ist wunderschön. Vielleicht ein bisschen konkreter auf das Projekt bezogen. Jedes bisschen, was an Feedback zurückkommt, das gibt mir gerade Mut. Jetzt da zu sitzen, gibt mir Mut. Nachdem eben, wir sind gerade mal einen Monat heraus, wir haben überhaupt noch keine Erwartungshaltung. Ja? Wir sind noch, es ist noch so im neugeborenen Stadium das Projekt, dass wir jetzt schon eine Response haben, gibt mir sehr viel Kraft und sehr viel Mut. Schön. Und Frau Grafikraut, was gibt dir Mut? Erstmal ja zu dem, was der Herr Wortsalat gesagt hat. Geht mir genauso, also jetzt ohne das Kind, aber einfach zu sehen, dass sich Leute für das interessieren, was wir machen, auch aus dem engsten Umfeld Feedback zu kriegen, zu hören, hey, voll cool, dass ihr das macht. Würde ich gerne unterstützen in jeglicher Art und Weise. Was kann ich für euch tun? Einfach nur zu hören von vielen, die sich öffnen und sagen, hey, mir geht's genauso. Ich weiß einfach, das, was ich jetzt gerade mache, das hat keine Zukunft. Ich will das eigentlich auch. Und voll cool zu sehen, dass ihr euch traut, obwohl ihr jetzt noch nicht so genau ein Ziel vor Augen habt. Und ja, also der Zuspruch gibt Mut und ganz natürlich auch so ein bisschen das Ziel an sich, etwas Neues zu machen, etwas anderes zu machen, etwas zu verändern, gibt natürlich auch Mut. Okay. Und die andere Seite ist dann immer die Frage, wofür braucht ihr Mut?
Also ich glaube, dass das, wofür wir am Ende des Tages dann wirklich Mut, den meisten Mut brauchen werden, ist dann irgendwann den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und uns selbstständig zu machen. Mhm. Wir bewegen uns jetzt immer noch in sehr komfortablen Gewässern, sagen wir es mal so. Es ist noch sehr angenehm, alles, was wir machen. Wir betreiben die Website, wir machen die Social Media Kanäle eben und der Part fühlt sich sehr vertraut und sehr angenehm an, auch wenn die Thematik, worum es geht, uns neu ist. Aber es ist noch, wir haben halt noch dieses absolute Sicherheitsnetz da. Also sich von dem Sicherheitsnetz irgendwann einmal zu verabschieden und zu sagen, so, jetzt machen wir wirklich den Schritt und jetzt machen wir uns selbstständig, da brauchen wir sicher noch eine gehörige Portion Mut dazu. Mhm. Ich glaube, es sind auch die kleinen Dinge, für die wir Mut brauchen, nämlich jetzt sich in ein Thema reinzuarbeiten, mit dem man überhaupt nichts zu tun hat, über das man eigentlich noch gar nichts weiß. Mut, diese eine Pflanze jetzt zu kosten, obwohl man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob es jetzt tatsächlich diese Pflanze ist. Oder halt einfach auch, ja, sich mit einem komplett neuen Thema auseinanderzusetzen und da was zu machen, obwohl man nur nicht weiß, wo es hinführt. Mhm. Also mal ohne Ziel auf was hinzuarbeiten, ist für mich jetzt persönlich auch ganz, ganz eine neue Erfahrung, weil ich das nie gemacht habe. Ich bin ein sehr organisierter Mensch normalerweise und weiß halt eigentlich immer, wofür ich etwas mache oder wo es mich hinführen soll, sagen wir so. Ich weiß auch jetzt, wofür ich es mache. Aber wo es hinführt, wissen wir halt einfach nicht mehr. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch weiterhin, mir zuerst wieder Stimme und euch, ganz viel Mut auf diesem Weg und auch ganz viel Freude und Spaß dabei und dass sich die Erfolge, wie immer ihr sie definiert, bald einstellen mögen und euch auf eurem Weg begleiten. Super schön, dass ihr zu Gast wart am Mood Talk. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für euer Dasein und ciao. Danke dir. Danke für die Einladung. Ciao.